Hansi Flick, Sie sind jetzt auch schon bei der Mannschaft seit dem ersten Gruppenspiel. Was ist Ihr Eindruck bisher von der deutschen U17-Mannschaft? Im Großen und Ganzen ist es ein sehr guter Eindruck. Die Mannschaft hat die ersten zwei Spiele eine tolle Leistung gebracht. Man hat gesehen, dass sie sich gegenüber der EM auch weiterentwickelt hat. Das war einfach auch schön zu sehen. Im dritten Spiel gegen Mexiko haben sie einfach zu viele Fehler gemacht und dadurch auch verdient verloren. Und jetzt geht es in die Playoffs und da zählt natürlich jedes Spiel und am besten natürlich auch, dass man so gut wie keinen Fehler macht. Und ich habe 16 Mannschaften gesehen jetzt bei der WM und man muss sagen, dass wir schon einfach zu den Top-Teams auch gehören. Diese Favoritenrolle müssen wir uns auch annehmen, aber man sieht natürlich auch, wie schnell, dass gerade im Jugendfußball einfach auch Spiele verloren werden und deswegen ist es einfach wichtig, dass die Mannschaft sich auf ihre Stärke vertraut und dass sie diese Dinge, diesen ersten zwei Spielen gezeigt hat, natürlich auch jetzt, gerade da kommt es drauf an, auch zeigt. Sie haben es gesagt, Sie haben 16 Mannschaften gesehen. War Kroatien auch darunter? Und wenn ja, was für einen Eindruck haben die Kroaten auf Sie gemacht? Ich habe die Kroaten gegen die USA gesehen und eine Mannschaft, die sehr stabil ist, die Mannschaft, die fightet. Man hat natürlich auch das Ergebnis gegen Nigeria, die bis dato natürlich die beeindruckendste Mannschaft war, weil sie einfach physisch sehr, sehr stark war. Nigeria haben sie geschlagen und dadurch natürlich auch qualifiziert. Und die Kroaten ist eine gute Mannschaft, kompakte Mannschaft mit sehr vielen fußballerischen, starken Spielern. Und von daher ist es eine Aufgabe. Jetzt ist jeder Gegner schwer. Und es ist einfach auch sich an der eigenen Stärke dahin vertrauen und 90 Minuten wirklich auch versuchen, einfach zu fighten, das umzusetzen, was man kann. Und ich glaube, das ist schon sehr viel, was die Mannschaft mitbringt. 16 Mannschaften gesehen, das heißt, Sie sind nicht nur hier, um die deutsche Mannschaft zu sehen, sondern Sie haben auch eine Aufgabe übernommen. Sie scouten für Christian Wück zusammen mit Markus Sorg, oder? Genau, Markus Sorg und ich, wir waren auf einigen Plätzen hier unterwegs, haben viele Kilometer auch gefahren und einfach auch für mich schön, mal so einen Überblick zu bekommen, wie ist gerade in diesem Alter, in dieser Altersstufe die Qualität, das Niveau. Und das ist enorm wichtig, um einfach auch so eine Weltstandsanalyse zu machen. Und deswegen bin ich da auch gerne mitgefahren. Und auch der Austausch mit Markus dann nach den Spielen ist es enorm wichtig. Und von daher hat es sich gelohnt. Ich hoffe natürlich, dass wir diese Eindrücke, die wir gewonnen haben, natürlich auch den Trainern, dass sie da auch ein bisschen Unterstützung bekommen haben von uns. Welches Niveau hat dieses Turnier und gibt es irgendwelche Feinheiten, irgendwelche Besonderheiten, die Ihnen aufgefallen sind, die sich so geändert haben in den letzten Jahren? In den letzten Jahren kann ich nicht ganz so nachvollziehen, weil es halt einfach auch so ist, dass ich jetzt erst seit knapp eineinhalb Jahren mit dabei bin und von daher kann man sagen, in diesem Turnier waren die weniger guten Spiele eher eine Ausnahme. Es waren durchweg sehr gute Spiele auf einem hohen Niveau. Und von daher glaube ich einfach, dass der Fußball allgemein sich sehr, sehr gut entwickelt. Gerade im Jugendbereich wird in vielen Nationen hervorragende Arbeit gemacht. Und deswegen ist auch für uns immer ein Ansporn, da weiter dran zu bleiben, uns weiter zu verbessern. Und deswegen ist es auch wichtig, dass die Jungs diese Erfahrung haben in so großen Turnieren, weil einfach hier das Niveau nochmal ein Tick weiter ist. Das habe ich auch mit in vielen Gesprächen mit unseren Spielern auch vernommen, dass einfach hier das Niveau gegenüber der Bundesliga einfach wesentlich höher ist und von daher ist es für ihre Entwicklung enorm wichtig, bei so Turnieren auch teilzunehmen. Sie sprechen es an, die Entwicklung. Sie haben jetzt auch schon viele Mannschaften bei großen Turnieren erlebt. Wie verändert so ein Turnier, ein internationales Turnier auf Top-Niveau, auch den Charakter von so einer Truppe oder von einem einzelnen Spieler? Wird er dadurch noch gefestigter? Also ich kann es jetzt einfach nur den Vergleich Europameisterschaft im Mai und jetzt die Weltmeisterschaft im Oktober. Da sind ein paar Monate dazwischen und man hat wirklich das Gefühl, dass die Mannschaft insgesamt sich einfach weiterentwickeln kann. Sie sind physisch stabiler geworden, mental stabiler geworden und man sieht einfach auch das Selbstvertrauen, das sie hier an den Tag legen, weil sie natürlich die vielen Erfahrungen in den Spielen zuvor natürlich gemacht haben, weil sie bei der EM mit ins Finale gekommen sind und es ist einfach eine Entwicklung, die stattfindet und natürlich ist es natürlich auch so, dass in den Vereinen
enorm gut abgearbeitet wird. Also bei uns in den Nachwuchsleistungszentren muss man wirklich sagen, es ist einfach das Top-Niveau und wir sind gut strukturiert bei uns im deutschen Fußball und das ist mit die Basis für alles, weil die Entwicklung findet natürlich in den Vereinen statt und deswegen sind wir froh, dass die Vereine uns natürlich auch unterstützen. Es waren jetzt hier auch einige da, viele Scouts, aber auch der ein oder andere Trainer und von daher ja, ist es einfach wichtig, in Kontakt zu bleiben, um die Entwicklung im Fußball gemeinsam auch zu sehen, zu erkennen und dann auch ja, dafür sorgen, dass wir in der Zukunft gut aufgestellt sind. Im Finale bei der EM hat es für die Mannschaft leider noch nicht gereicht. Sie haben es gesagt, Sie haben sich aber stark entwickelt seitdem. Ist der Titel hier auch drin? Ich glaube, wir sollten mal von Titel jetzt hier nicht reden. Wir sind jetzt im Achtelfinale. Wir haben die Gruppenphase überstanden. Das ist somit das, ja, das Ziel. Und Minimalziel, sage ich es einfach mal. Und jetzt alles, was jetzt kommt, ist wichtig. Einfach für die Mannschaft in jedem Spiel das zu zeigen, was sie kann, in ihre Stärke auch vertrauen. Und was dann am Ende rauskommt, werden wir sehen. Also wir sind, ich kann nur eins sagen, dass sie von ihrer Qualität her mit Sicherheit zu den besten Teams gehören. Aber gerade im Juniorenfußball ist es oftmals auch Tagesform. Da geht es in diese Dinge, die Schwankungen enorm hoch. Und ich hoffe einfach, dass wir jetzt einmal einen Ausnahmetag gegen Mexiko hatten und an die Leistungen in den ersten zwei Spielen auch anknüpfen können. Und dann bin ich da sehr zuversichtlich. Aber wie gesagt, warten wir es ab, weil die anderen Nationen sind natürlich auch sehr, sehr gut. Gerade die Kroaten sind ja, einfach ein taffer Gegner. Und wollen wir gucken, wie wir damit umgehen können. Danke, Herr Flick, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne.